Wunderschönen guten Abend, Freunde. Wir feiern ja Weihnachten bald. Wir feiern bald Weihnachten und die Weihnachtsgeschichte ist schön. Wir singen in der Kirche alle Jahre wieder, kommt das Christkind wieder. Aber was für ein Schwachsinn. Denn so schön die Weihnachtsgeschichte ist, so schrecklich ist sie auch. Denn wisst ihr warum? Der Christus kam einmal als Christkind, als ein Baby auf diese Welt. Aber ein zweites Mal, wenn er auf diese Welt kommt, Freunde, sagt die Bibel, er kommt nicht mehr als ein Baby auf die Welt, sondern als Herrscher und Richter und Retter für diejenigen, die ihn angenommen haben. Wir singen alle Jahre wieder, kommt das Christkind wieder. Das Christkind ist ja einmal erschienen, vor 2000 Jahren. Und was haben wir mit diesem Christkind gemacht? Wir haben ihn ans Kreuz genagelt. Und Freunde, über sein zweites Kommen steht in der Bibel, er wird einen jeden Menschen ans Kreuz nageln, der nicht an ihn geglaubt hat. Das ist die Botschaft der Bibel. Freunde, Gott hat schon alles vorbereitet, damit Menschen glauben können. Das ist nicht wie Religion oder wie manch anderer meint. Ja, Christentum ist so ein bisschen alte Pulver für Leute, die nichts mehr vom Leben haben. Das heißt, ich genieße mein Leben, ich tue alles, was ich will und am Ende, so gegen meinen Tod, bekehre ich mich. Oder was heißt bekehren? Bekehren, das Wort kennen wir ja gar nicht mehr. Am Ende gehe ich zu Jesus oder schlage meine Bibel auf oder fange an, in die Kirche zu gehen. Meine Freunde, was bringt es euch selber, eure Kirchenbesuche? Und so viel wie es euch bringt, so wenig bringt es auch Gott. Gott will dein Herz. Gott will nicht, dass du Kirchensteuer zahlst. Gott will nicht, dass du jeden Sonntag in die Kirche wackelst. Gott will zuallererst dein Herz. Er will deine Zeit. Er will dich, mein lieber Freund. Er will nicht, dass wir religiös und fromm werden, sondern er will, dass wir gerettet werden. Das ist die Botschaft der Bibel. Rettung. Nicht so ein bisschen Religion am Rande, damit man somit sein Gewissen irgendwie betäubt, damit man nachts besser schlafen kann. Sondern man muss gerettet werden, damit man sicher in den Tod geht. Nicht nur nachts gut schlafen können, sondern damit man kurz vor seinem Tod sagen kann, ich gehe gewiss, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er mich fängt, wenn ich sterbe, wenn ich falle. Freunde, das ist Weihnachten, dass Gott seinen Sohn in die Welt geschickt hat. Jesus Christus kam aus einer anderen Dimension und er ist hereingebrochen in unsere verfluchten dreidimensionalen Welt. In einer Welt, in der es nichts Gutes gibt. Das einzig Gute ist Gott. Und er kam in diese Welt, um uns zu besuchen, um uns zu heilen. In der Bibel steht, Jesus nahm sich die Elenden an. Jesus nahm sich die Sünder an. Und Freunde, wer von euch ist kein Sünder? Ich habe neulich was sehr Interessantes gesehen im Fernseher. Da wurde ein Schwerverbrecher gefragt, wann hast du erkannt und entschieden für dich in deinem Leben, dass du ein Schwerverbrecher bist? Dann hat er gesagt, ab dem Moment, als ich vor dem Richter stand, da wurde mir alles klar, ich bin ein Verbrecher. Und Freunde, wir können es heute ablehnen. Wir können heute sagen, ich bin kein Sünder. Aber spätestens wenn wir vor Gott stehen, werden wir einsehen müssen, dass wir Sünder sind. Denn vor so einem heiligen Gott, wer kann es bestehen? Wer kann es bestehen vor so einem heiligen Gott? Da bringen dir und mir und keinem anderen so ein bisschen gute Taten oder ein bisschen Religion irgendwas, sondern Gott. Wenn wir vor diesem heiligen und lebendigen Gott stehen, da müssen wir reingewaschen sein mit dem Blut Jesu Christi, mit dem, was am Kreuz vergossen ist. Und meine Freunde, ich weiß, viele fragen mich, wenn diese Botschaft so wichtig ist, warum laufen dann die Leute vorbei? Diese Frage wird mir aufgestellt. Ich sage euch was. Weil ihr vom Teufel getrieben seid. Weil ihr nicht mehr das Sagen über euer eigenes Leben habt.
weil ihr Getriebene seid, vom Ort zu Ort, vom Punkt zu Punkt. Ihr müsst rennen. Und so stelle ich mir die Welt vor, wie ein Zirkus. Und da ist der Teufel der Dompteur und ihr seid die Tiere. Es tut mir leid, dass ich es so sagen muss. Aber dann peitscht ihr euch von Ort zu Ort und der Mensch muss rennen. Der Mensch hat gar keine Zeit mehr für sich, um zum Nachdenken zu kommen, um drüber nachzudenken, wozu er überhaupt da ist. Denn Freunde, der Sinn, ob dein Leben einen Sinn macht oder nicht, das macht dich aus von Tieren. Denn wenn ein Tier auf die Welt kommt, am Ende wird es entweder weggefressen oder geschlachtet. Aber der Mensch stellt sich die Frage, wozu bin ich auf dieser Erde? Und das ist die Frage, die uns unterscheidet von Tieren. Aber leider gibt es Menschen, die auf die Welt kommen, ein Leben leben und sich nie Gedanken darüber gemacht haben, was der Sinn ihres Lebens ist oder wozu sie auf dieser Welt waren. Freunde, der Sinn des Lebens besteht darin, dass wir Gott widerspiegeln. Gott, denn er hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen. Und mein lieber Freund, mein lieber Mitbürger, der Sinn des Lebens, die Frage beschäftigt ja vielen. Die Frage beschäftigt ja vielen. Und darum, weil viele Menschen den Sinn des Lebens nicht finden, fangen sie an mit Drogen. Männer fangen an, Frauen. Frauen fangen mit Männern an. Das ist ein Durcheinander, das sage ich euch. Ich komme selber aus der Welt und ich kenne die Welt. Aber Freunde, sobald man bei Jesus angekommen ist, da löst sich die Frage nach dem Sinn des Lebens auf. Da stellt man sich nicht mehr die Frage, wozu bin ich in dieser Welt? Denn man weiß es. Man weiß, jetzt bin ich da, wo ich hingehöre, nämlich bei Jesus Christus. Unter dem Kreuz Jesu, Freunde, da sind wir sicher vor dem Zorn Gottes. Unter dem Kreuz Jesu, Freunde, da gehören wir hin. Da, wo Vergebung und Gnade ist, für einen jeden Menschen, der kommt. Egal, ob, Freunde, wenn wir Sünde sagen, da schließen wir alles darunter ein. Sei es sind Homosexuelle, sei es sind Ausländer, es sind Diebe, es sind Mörder. Jeder kann kommen. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist die Einladung Gottes. Jeder kann kommen. Aber dann wird es nicht so bleiben. Die Gnade Gottes verändert Menschen. Wir reden nicht von einem lieben, harmlosen Gott, sondern wir reden von der Liebe Gottes, die Menschen verändert.